Hi ihr Lieben, ich bin's die Mel. Im Rahmen unserer Hochzeitswoche möchte ich euch heute einmal ein fertig gestaltetes PL-Album zum Thema Hochzeit zeigen. Das habe ich für ein bekanntes Brautpaar gemacht nach ihrer Hochzeit und ich habe dafür das Hochzeitsalbum von Project Life verwendet. Ich finde das es einfach schön hochzeitlich, so weiß mit so wenig. Und die Innengestaltung habe ich vorwiegend basierend auf deren Hochzeitsfarben gemacht, ganz viele Reste verwendet und natürlich aber auch ganz viel unsere neuen Hochzeitsprodukte zum Einsatz gebracht. Die Klartext-Stempelsets sind zum Einsatz gekommen und ich lasse das Gelaber, ich zeige es euch einfach. Viel Spaß beim Zugucken. Soweit also erstmal dieses Album. Ihr habt vielleicht gesehen, dass das Album relativ viele leere Journaling-Spots enthält. Da das nicht meine Hochzeit war, sondern ich das halt nur fotografiert habe,
überlasse ich das natürlich der Braut, da Text reinzuschreiben. Ich habe dafür die PL-Karten aus der Southern Wedding Kollektion benutzt, weil die auch sehr schön hochzeitig sind. Die sind dezent in den Farben und haben so ein bisschen Blümchenmuster. Und es gibt halt sehr viele von diesen Journaling-Spots. Das finde ich schön für diese Hochzeitsgeschichten. Das andere, was ihr vielleicht auch noch gesehen habt, sind diese Kärtchen hier. Ganz viel mit diesen Klartext-Stempel-Geschichten. Wie ich die gemacht habe und wie ihr so ganz schnell selber auch so hochzeitige PL-Karten machen könnt, das zeige ich euch in einem anderen Video. Ich hoffe, das hier hat euch ein bisschen gefallen. Ich würde mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Happy Scrapping und tschüss!